Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge auf dem Confidence Podcast. Bist du gerade verliebt, mein Lieber? Oder bist du dir nicht sicher? Möchtest du irgendwie überprüfen? Da bist du hier genau richtig. Ich gebe dir heute 3 plus ein extra Tipp, ein Anzeichen, wie du wirklich checken kannst, prüfen kannst. Bin ich wirklich verliebt oder ist das was anderes? Fühlt sich irgendwie anstrengend und mühsam an? Ist es wirklich so gedacht? Heute kriegst du Klarheit aus dieser Podcast-Folge. Solltest du dennoch irgendwie Fragen haben danach, komm jederzeit auf mich zu, schreib sie in die Kommentare, schreib mir auf Instagram. Das sind die einfachsten Wege zu mich erreichen. Und ich lade dich ein in ein Bild, in eine Szenerie. Du lernst gerade eine neue Frau kennen. Ihr versteht euch super, ihr verbringt Zeit miteinander, da ist eine Anziehung, du wirst immer bei dieser Frau sein. Und dann kommt der Montag oder dann kommt der Alltag, wo du merkst, okay, da ist was anders. Also du merkst, dass deine Gedanken sind immer bei ihr und du spürst so ein, vielleicht auch ein Gefühl, das du als Vermissen bezeichnest, so, ich will irgendwie bei ihr sein. Und deine Gedanken und deine Energie fließt ständig auf euer Treffen, das ihr vielleicht am Wochenende hattet oder einfach, du merkst, du willst bei ihr sein. Und ich möchte dir heute diese 3 Anzeichen plus ein extra Tipp mitgeben, warum das nicht Verliebtheit ist. Und vielleicht kommt hier ein erster Dämpfer für dich. Ich kann dir nur einladen, bleib dran. Es war für mich sehr, sehr aufschlussreich, auch selber das zu erkennen, was ich dir heute mitgeben werde. Und ich will eigentlich gleich starten, welches das erste Anzeichen ist, woran du erkennen kannst, hey, das ist eigentlich gar nicht Verliebtheit, sondern von das, was wir hier reden, das ist eigentlich Bindungstrauma. Und das erste Anzeichen ist, wenn du dich wirklich in deinem Alltag auf nichts mehr anderes konzentrieren kannst, als darauf, ach, wann sehe ich das nächste Mal, wie geht es ihr gerade? Und einfach du das Gefühl hast, ständig bei ihr sein zu wollen oder zu müssen. Und in einem gesunden Beziehungsverhalten, um dir das ein bisschen einen Kontrast zu geben, ist ja dieses, wow, mega schön, wenn ich an sie denke und wenn ich an das Treffen denke, das wir hatten. Aber es ist doch total okay und ich kann mich auf etwas anderes konzentrieren. Es ist nicht ständig so omnipräsent. Du kannst dich wie, ich sage jetzt mal, wählen zwischen, okay, ich konzentriere mich jetzt zum Beispiel auf meine Arbeit, da ist was zu tun, Feierabend, dann schreibe ich hier, telefoniere ich mit ihr und so, dass das beides irgendwie Platz hat. Und wenn du nur auf sie konzentrieren und dir das super, super schwer fällt, dich auf was anderes konzentrieren als auf sie, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass du das Gefühl hast, unterbewusst oder vielleicht auch bewusst, dass du die Verantwortung übernehmen möchtest oder willst oder musst für diese Frau, weil du Angst hast, dass sie könnte gehen, sie könnte verschwinden. Was ist, wenn es ihr nicht gut geht? Was ist, wenn sie geht und nicht mehr mit mir zu tun haben will? Dass da eine Bindungsangst ist, eine Verlustangst auch ist, dass sie geht, dass sie nicht mehr da sein wird. Und aus dieser Angst heraus, dass sie verschwinden könnte, dass du dich vielleicht nicht zu Genüge um sie kümmerst, aus dieser Angst heraus willst du ständig diesen Kontakt haben und bist ständig mit deinen Gedanken bei ihr und du kommst wie in eine Notsituation, nenne ich es jetzt mal, innerlich fühlt es sich vielleicht so an, wie eine Notsituation, weil sie gerade nicht da ist, weil du gerade bei deiner Arbeit bist beispielsweise und du weißt nicht, wie sie geht, was sie gerade macht und so weiter. Anzeichen Nummer 1. Anzeichen Nummer 2. Ich gebe dir gerne das Bild mit, es ist wie ein so zusammengekauert zu sein auf dem Sofa und du denkst nur an sie und du hast kaum Energie, so auf das will ich hinaus. Du,
du denkst nicht ständig an dieses, du hast kaum diese Energie für irgendetwas anderes, du hast super Mühe, dich aufzuraffen. Und du glaubst vielleicht, hey, okay, ich lerne jetzt gerade diese Frau kennen und das ist Verliebtsein, das ist Zuneigung. Und auch da muss ich dich leider enttäuschen. In einem gesunden Beziehungsverhalten ist wie beides möglich. Du denkst an sie und du vermisst sie vielleicht auch. Und trotzdem habe ich Energie für meine eigenen Dinge. Und es entzieht mir die Energie nicht. Das ist beides möglich. Ich kann wählen, du kannst wählen. Und vielleicht kennst du auch diesen Ausdruck von, also, sich selbst in der Beziehung verlieren. Das sind Vorzeichen bereits davon. Weil auch da diese Energie, die dir fehlt, ist einerseits sehr stark darauf gerichtet, okay, wie geht es ihr? Und weil sie gerade nicht da ist, weil sie du gerade nichts von ihr hörst, ist das so wie ein innerer Kampf. Da ist dieser Wunsch von Verbindung, von Überprüfen, Verantwortung übernehmen. Du kannst dem aber nicht nachgehen, was wieder so ein innerer Konflikt auslöst. So, oh shit, ich möchte das machen, aber es geht nicht. Und dieser innere Kampf braucht dich so viel Energie, was dich am Schluss auf der Couch oder im Bett liegen lässt und das so schwer anfühlt und du kaum in die Gänge kommst. Das war das zweite Anzeichen. Nummer drei. Du siehst als einzige Option, dass du wieder dich lebendig und, oder lass es mich energievoll nennen, fühlst, ist sie zu sehen. Wenn das die einzige Option ist, dann bist du nicht verliebt, dann ist es das immer noch das Trauma davon, dass du endlich diesen Wünschen, die ich dir vorhin genannt habe, zu gucken, wie geht es ihr, nah bei ihr zu sein, dann kannst du endlich diesen Wünschen nachgehen und die Energie fließt für dich wieder. Und jetzt kannst du auch sagen, ja, das ist doch schön, wenn man sich um eine Frau kümmern will und das ist doch das, was ein Mann ausmacht. Ja. Und ich würde hinzufügen, wenn er sich dafür nicht selber aufgibt. Und das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Als Mann ist es ganz, ganz wichtig, dass du einerseits diesen Raum containen kannst oder da sein für sie, definitiv. Aber nicht dafür, aber der Preis darf nicht sein, dass du dich aufgibst dafür. Der Preis ist zu hoch. Und kleiner Disclaimer hier in Klammern. Es ist auch nicht attraktiv für eine Frau, wenn sie merkt, okay, der Mann gibt auf, was ihm wichtig ist, wofür er, du hattest ja auch ein Leben, bevor du sie kennengelernt hast. Und du gibst das alles auf, nur um sie zu kümmern. Das ist für eine Frau nicht attraktiv. Das zeigt nur, dass du in deinen Werten nicht stabil genug bist. Und um dir da auch wieder ein Bild zu geben von einem gesunden Beziehungsverhalten, wenn du merkst, okay, die einzige Option ist es, sie zu sehen, das ist das Einzige, was hilft, mit ihr Kontakt zu haben. Das gesunde Beziehungsverhalten ist, dass dein Leben genauso weitergeht wie vorhin. Plus ist es dann ein neuer Mensch, den du gerade kennenlernst und sich das schön anfühlt. Aber du auch da wieder die Möglichkeit hast, hin und her zu switchen. Okay, jetzt richte ich die Energie auf das Kennenlernen. Und jetzt möchte ich mich auf mich konzentrieren. Meine Ziele, Dinge, Werte verfolgen. Und jetzt kommt der Extra-Tipp, das Plus 1. Und zwar kennst du bestimmt auch Freunde in deinem Umfeld, die, sobald sie eine Frau kennengelernt haben, kaum mehr da sind. Also kaum mehr irgendwie zu hören oder zu sehen sind. Und das ist genau das, was ich dir jetzt beschrieben habe, ist genau das. Guck also, dass nicht du auch zu diesem Freund wirst, der sich plötzlich nicht mehr meldet bei seinen Freunden. Und wenn doch, dann nimm das gerne als
Hinweis, als Warnsignal und sagen, okay, gut, hier gibt es was zu überprüfen für mich. Und das wollte ich dir unbedingt mitgeben, das ist mir in den Sinn gekommen, als ich die Vorbereitung gemacht habe für diese Podcast-Folge, diese Menschen, die sich plötzlich nicht mehr melden, weil sie jemand Neues kennengelernt. Oder wenn sie kommen, dann ist die Freundin immer mit dabei. Kennst du vielleicht auch, das ist dasselbe. Kannst du da mal ausnahmsweise alles in den gleichen Topf schmeißen. Genau. Schreib mir gerne in den Kommentaren, wo du dich wiedererkannt hast, wo du sagst, okay, hier ist was, was ich genau angucken möchte oder sehe. Würde mich super interessieren. Und vielleicht kennst du auch jemanden, wie ich es am Schluss angesprochen habe. Hey, das ist, dass du einen Freund hast, der sich kaum mehr meldet. Schick ihm gerne diese Podcast-Folge, dann kann er vielleicht auch noch was dazu lernen und mitnehmen für sich. Und vergiss nicht, ein Abo dazulassen, vergiss nicht, mir zu folgen. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei warst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Genieß deinen Tag, dein Luca.